Baal ist im historischen Christentum ein Dämon und oberster König der Hölle. Baal wurde für gewöhnlich dreiköpfig dargestellt. Der erste Kopf ist menschlich, der zweite ist eine Kröte und der dritte der einer Katze. Er hat eine menschliche Brust und den restlichen Körper einer Spinne. Ja Leute, wenn das nicht hervorragendes Material für eine brandneue Folge von American Horror Stories ist, dann weiß ich auch nicht. Also fairerweise muss man dazu sagen, dass Baal eigentlich ein syrischer Fruchtbarkeitsgott war, aber das Christentum hat dann irgendwann die ganzen alten Götter in Dämonen umgewandelt. Die Christen eben, nicht wahr? Aber ob Gott oder Dämon, egal, die neue Folge von American Horror Stories handelt genau von diesem Baal und wir schauen uns jetzt mal an, wie er da so dargestellt wird. In der 5. Episode von American Horror Stories geht es um Liv und ihren Ehemann Matt. Liv will unbedingt ein Baby, allerdings klappt es bei den beiden einfach nicht. Auch die Ärzte in einer Fruchtbarkeitsklinik können ihnen nicht weiterhelfen. Also entschließt sich Liv dazu, ein Geschenk einer Fremden anzunehmen. Die übergibt ihr eine Art Fruchtbarkeitstotem. Das stellt sie unter ihr Bett und zack, sie wird tatsächlich schwanger. 16 Monate später hält sie dann auch schon ihr Baby in den Armen und das Glück scheint perfekt zu sein. Doch etwas stimmt nicht. Liv beginnt damit, eigenartige Stimmen zu hören und Geister zu sehen. Als sie auf dem Babymonitor dann einen gehörnten Dämon aufblitzen sieht, ist für sie klar, durch das Totem wurde der Dämon Baal beschworen. Und der will jetzt seinen rechtmäßigen Besitz beanspruchen, Livs Baby. Diese Episode zu bewerten fällt mir wirklich schwer, weil ich zu einem großen Teil unglaublich gelangweilt war von dieser Episode. Ihr kennt das bestimmt, ihr sitzt vorm Fernseher, zieht euch eine Serie rein und ihr seid einfach nicht gefesselt und dann habt ihr auf einmal euer Handy in der Hand, tippt darauf rum und seid die ganze Zeit abgelenkt. Und genau so ging es mir eben dabei. Trotzdem konnte mich die Episode dann doch noch überzeugen und das liegt an einem phänomenalen Plot-Twist am Ende. Sprechen wir erstmal über die ersten zwei Drittel dieser Episode. Die haben mich überhaupt nicht angesprochen, aus zwei Gründen. Erstens, und das ist meine ganz subjektive und persönliche Meinung, ich kann mit dieser Mutter-Kind-Familienthematik überhaupt nichts anfangen. Das liegt wahrscheinlich daran, dass ich selbst keine Kinder habe, keine Frau bin, die potenziell mal schwanger werden könnte und generell Familiengründung momentan in meinem Leben überhaupt keine Rolle spielt. Aus diesem Grund waren die Probleme von Liv für mich so weit weg, dass ich mich damit überhaupt nicht identifizieren konnte. Aber ich sehe hier natürlich ein, dass damit viele Menschen abgeholt werden, weil das Thema für viele Menschen definitiv interessant und Teil ihres Lebens ist. Daher ist es auch kein generell gültiges Argument, was die Episode schlechter machen würde. Aber, und das ist mein zweiter Grund, die Handlung war für mich eben auch ausgelutscht und total zusammengeflickt aus diversen Filmen, die wir alle schon kennen. Eine Mutter sieht Geister in einer Kamera, das kennen wir aus Paranormal Activity. Wir haben einen Ehemann, der die Mutter mit ihrem Kind alleine lässt und ihr nicht glaubt, das kennen wir aus The Conjuring. Und die mexikanische Haushälterin, die extrem abergläubig ist und sofort schreiend aus dem Haus rennt, als sie das Dämonentotem sieht, kennen wir aus... Naja, das kennen wir dann halt aus sämtlichen klischeebehafteten Horrorfilmen. Ich habe mich gefragt, ist das eigentlich nur stereotypisch oder ist sowas schon rassistisch? Ja, und als dann noch das Ouija-Spiel ausgepackt wurde, war das Klischee-Quartett komplett. Baal ist wirklich die erste Episode von American Horror Stories, die keine originelle Grundprämisse etabliert hat. Man kann von Drive-In und The Naughty List halten, was man will, aber das Setting und die Handlung waren jeweils neu und außergewöhnlich. In dieser Hinsicht hat mich Baal überhaupt nicht abgeholt, daran konnte auch Billy Lord als Liv nichts ändern. Generell finde ich das sehr seltsam, dass es Menschen gibt, die Serien oder Filme danach beurteilen, welche Schauspieler mitspielen, bevor sie das Endprodukt überhaupt gesehen haben. Nennt mich Ketzer, aber ich bin der Meinung, dass das Drehbuch einen deutlich größeren Einfluss auf die Qualität hat als die Schauspieler. Gut, da mich jetzt hier alle Billy Lord-Fans hassen, will ich auch ein paar positive Dinge über diese Episode sagen. Hier folgen jetzt enorme Spoiler, wer die Folge noch unbefangen genießen will, sollte zum letzten Kapitel dieses Videos springen. Also... Erstens, der Titel der Episode hat mich daran erinnert, wie gut das Spiel Diablo ist und dass ich das mal wieder spielen sollte. Ihr habt keine Ahnung, wovon ich rede, dann kauft euch das Spiel Diablo Lord of Destruction und freut euch auf einen frustrierenden Kampf gegen den Dämonen Baal. Zweitens, das war das erste Mal, dass ich das Gefühl hatte, dass der Plot-Twist am Ende noch halbwegs glaubhaft war und nicht in typischer American Horror Story Manier komplett den Rahmen des Absurden gesprengt hat. Und wenn ich sowas sage, obwohl sich eine Frau willig in ein Bett legt und danach einem Dämonen befiehlt, ihr ein Baby zu machen, dann soll das schon was heißen. Und drittens war der Plot-Twist zum Ende der Episode einfach unglaublich gut. Sind wir mal ehrlich, wir haben doch alle damit gerechnet, dass entweder der Dämon Baal wirklich existiert und im großen Finale Liv oder das Baby eben tötet, oder dass sich herausstellte, dass Liv einfach verrückt ist und sich das alles nur eingebildet hat. Dass allerdings ihr Ehemann und seine Freunde das alles eingefädelt haben, weil sie auf ihr Geld aus waren, das war wirklich nicht zu erwarten. Und dann passt das alles noch so wunderbar zusammen. Matt ist Schauspieler und seine Freunde kommen auch aus der Filmbranche. Der eine ist verantwortlich für
für digitale Effekte und hat die Kamera des Babymonitors manipuliert, der andere ist Maskenbildner und hat das Kostüm des Dämons angefertigt und die dritte macht Special Effects und sorgte dafür, dass sich mystischer Nebel in der Wohnung ausbreitet, während Liv verzweifelt versucht, den Dämon mit einem Ritual zu vertreiben. Das war einfach unglaublich gut gemacht. Glaubhaft. Nachvollziehbar. Alles Attribute, die wir sonst nicht so kennen von American Horror Story. Und kurz vor Ende bekommen wir dann sogar noch einen Plot-Twist serviert, der dem Ganzen dann noch eine übernatürliche Komponente hinzufügt. Klar, der war dann schon over the top, aber das hat der Episode absolut nicht geschadet. Im Gegenteil, dadurch bekommen wir sogar noch ein kleines bisschen Blut in dieser sonst so sauberen Episode. Und das führt uns zur großen Frage: Rechtfertigt dieser großartige Plot-Twist am Ende, dass man sich vorher 35 Minuten aufgewärmten Family Drama, Paranormal Activity, Mutter, Kind, Baby, ich bin kurz weggenickt Stoff gibt? Ich habe da wirklich sehr lange drüber nachgedacht und meine Antwort lautet: Ja, es lohnt sich. Es ist sogar notwendig, dass die ersten 35 Minuten so aufgebaut sind, wie sie aufgebaut sind. Wäre das nicht so gewesen, dann hätte der Plot-Twist am Ende nicht die nötige Wirkung entfaltet, daher gehört das alles so zusammen. Und das Ende macht die erste Hälfte nicht nur wett, sondern zieht dadurch die ganze Episode ein gutes Stück nach oben. Was am Ende bleibt, ist eine absolut solide Episode, die zwar mit keiner originellen Geschichte punkten kann, dafür mit einer nachvollziehbaren und konsistenten Handlung und einem grandiosen Finale. Im Netz steht die Episode Baal im Ranking momentan auf Platz 1 der American Horror Stories Episoden. Für mich schafft es die Episode nur auf Platz 2 hinter Drive-In, weil ich die Grundprämisse davon nach wie vor für einzigartig und genial halte. Generell muss ich gestehen, dass mir der aktuelle Kurs der Serie richtig gut gefällt. Zwei Episoden liegen noch vor uns und wenn ich das richtig sehe, sind alle Szenen aus dem Teaser mittlerweile aufgebraucht. Was uns genau in den letzten beiden Episoden erwartet, wird also doppelt spannend. Wie hat euch die aktuelle Folge von American Horror Stories gefallen? Schreibt's mir unten in die Kommentare. Ansonsten bedanke ich mich für eure Aufmerksamkeit. Wir sehen uns kommenden Donnerstag bei meiner neuen Review zur neuen Folge von American Horror Stories und bis dahin räumt ihr am besten alle Dämonen-Totems unter euren Betten weg. Außer ihr spielt gerne mit dem Feuer. Bis dann, auf Wiedersehen. Ihr seid neu dabei im American Horror Story Game, gar kein Problem, dann seid ihr hier an der richtigen Adresse, denn auf diesem Kanal gibt es ganz viel Content, zum Beispiel in diesem Video. Da unten gibt es noch ein komplett anderes Video und wenn ihr jede Woche ein neues Video haben wollt, dann abonniert ihr jetzt diesen Kanal. Hier gibt es jede Woche einmal Freibier. Das war gelogen. Der Rest stimmt aber.